5 deutsche Passagiere, ein Flugzeug. Von Mexiko nach Costa Rica in die Provinz Limón sollte es gehen. Doch der Flug, der McFitt-Gründer Rainer Schaller an Bord hatte, stürzte unterwegs ab. Seitdem gilt der Unternehmer als vermisst. Die Umstände des Absturzes sind mysteriös, um nicht zu sagen ungewöhnlich. Wieso, das erfährt ihr jetzt hier. Los geht's. Rainer Schaller ist nicht nur der Erfinder des Discounter-Prinzips für Fitnessstudios. Er übernahm 2006 auch die Geschäftsführung der Lovapent, der Nachfolgefirma von Planet.com, die bis 2010 die Love Parade organisierte. Dann kam es in Duisburg zu der folgeschweren Massenpanik, bei der 21 Menschen starben. 2012 wurde mit der Bee Parade eine Nachfolgeveranstaltung angekündigt, die allerdings nie stattfand. 2020 erwarb er das Gold's Gym, das ursprünglich Bodybuilding als Breitensport zugänglich machen sollte, allerdings kurz vor der Übernahme durch Schaller Insolvenz anmelden musste. Am Freitag, den 21. Oktober 2022 schließlich, bestieg Schaller zusammen mit seiner Familie, seiner Partnerin, 2 Kindern und einem weiteren Deutschen den folgeschweren Geschäftsreiseflug mit dem Flugzeug vom Typ Piaggio P180 Avanti. Etwa 25 Meilen vor Costa Rica soll laut Berichten der Kontakt zum Funk urplötzlich abgerissen sein, vom Radar verschwunden, die Kommunikation nicht mehr möglich. Experten mutmaßen mittels der aufgetauchten Bilder, dass das Flugzeug aus dem Nichts unkontrolliert steil ins Meer gestürzt sei. Doch wie konnte das passieren? Ein Umstand des Absturzes ist besonders ungewöhnlich. Kein einziges Signal soll von der Notsendeanlage gesendet worden sein, die normalerweise bei einem Flugzeugabsturz standardmäßig aktiviert wird. Kein Funkspruch ist gesendet worden, wie das ebenfalls bei einem unvorhergesehenen Notfall laut Protokoll vom Piloten durchgeführt wird. Flugsicherheitsexperte Stefan Hinners erklärt gegenüber Focus Online, dass all dies dafür spreche, dass es bei dem Absturz des Fluges Piaggio P180 Avanti höchst ungewöhnlich zugegangen sei. Denn immerhin, so Hinners, sei ein Privatflugzeug kein Verkehrsflugzeug und eine Absturzwahrscheinlichkeit umso geringer. Millionen Flüge und nichts passiert, sagt Hinners. Eine Piaggio P180 des Herstellers Piaggio Aerospace verfügt serienmäßig über 2 Motoren sowie 2 Propellerturbinen. Wenn eine der beiden Turbinen ausfällt, ist das laut Flugsicherheitsexperten kein Problem. Erst wenn beide Turbinen eine Fehlfunktion aufweisen, kann sich dies für Pilot und Passagiere als katastrophal erweisen. Hinners erklärt, dass solche Flugzeuge normalerweise zwischen Start und Landung komplett mit dem Autopiloten fliegen. Demnach sei ein weiterer ungewöhnlicher Umstand, dass die Geschwindigkeit des Fluges während der Reise stark gewechselt habe. Ein Hinweis darauf, dass bei dem Flug kein Autopilot eingesetzt wurde. Ein Grund für solch eine ungewöhnliche Vorgehensweise kann beispielsweise ein Blitzeinschlag sein. Hinners erklärt, bei einem Blitzeinschlag kann die gesamte Flugzeugavionik, also Funkgeräte, Funknavigationsgeräte als auch GPS-Navigation sowie Geschwindigkeitsanzeigen lahmgelegt werden. Das alleine sei allerdings noch keine Erklärung für den ungewöhnlichen Ausfall des Funkes, denn laut Signaldaten ist die Maschine ohne einen Co-Piloten geflogen. Auch das ist für ein Flugzeug des Modells Piaggio P180 höchst ungewöhnlich. Im Normalfall wird das Flugzeug von 2 Menschen geflogen, die bei kritischen Fragen miteinander beraten können. Dass ein Mensch alleine fliegt, macht es für die Passagiere um ein Vielfaches unsicherer. Warum es letztendlich zu dem folgenreichen Absturz kam, ist bisher unklar. Die Behörden ermitteln, dass Rainer Schaller und seine Familie lebend gefunden werden, erscheint unwahrscheinlich. Eine Sprecherin der RSG Group, deren Vorsitzender Schaller war, erklärte am Montag: "Wir sind schockiert, fassungslos und voller Trauer über das tragische Unglück. Die Nachrichten der letzten Tage haben uns zutiefst erschüttert und unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei den Angehörigen." Fest steht lediglich, der Absturz und die Umstände des tragischen Unglücks werfen viele Fragen auf. Egal ob Schaller und seine Familie in den nächsten Tagen tot oder lebendig gefunden werden, es handelt sich um eines der ungewöhnlichsten Flugzeugunglücke der letzten Jahre, über das sicherlich noch viel diskutiert wird.